Liebe BDP-Parteimitglieder und Sympathisanten, ich begrüße euch ganz herzlich zu den letzten BDP-Nachrichten vor der Sommerpause. Und bei denen geht es jetzt zuerst mal um einen Kampagnenstart Ja zur Vignette, Ja für sichere und gute Nationalstrassen. Im Namen des Ja-Komitees zur Autobahnvignette begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Wie Sie wissen, wurde gegen den Finanzierungsbeschluss zum Netzbeschluss das Referendum ergriffen. Es ist für mich aber erstaunlich, dass Politiker, die sich angeblich für den Straßenverkehr engagieren, gegen diese Vorlage kämpfen. Zusammen mit der CVP will man sicher die Synergien nutzen, im Sinne von gemeinsamen Arbeiten und gemeinsames Netzwerk miteinander nutzen. Wir haben dort einen sehr guten Zugang zu Frau Doris Leuthardt. Und wir haben im Rahmen von der Zusammenarbeit, die wir vor einem Jahr installiert haben, auch gesagt, dass es die Absicht ist, die Zusammenarbeit auf verschiedenen Themen probieren miteinander und auch auszuleben. Und jetzt ist das Thema eine gemeinsame Kampagne zuerst mal auf dem Tapet. Wir werden das machen, wir freuen uns darauf. Das sagen dir die Leute, die sagen, 100 Franken für so eine Vignette ist wahnsinnig viel. Dass es ein historisches Eigengoal wäre, dazu Nein zu sagen und freiwillig zu verzichten auf ein gut unterhaltenes und vor allem ein ausgebautes Strassennetz. 400 Kilometer Staus praktisch tagtäglich, das kostet der Wirtschaft auch enorm viel, das macht die Leute hässig. Und jetzt muss man endlich eine Lösung finden, dass man das unterhalten kann, dass man ausbauen kann, dass man sicherer machen kann. Und es gibt doch sehr viele Projekte, nicht nur Autobahnen, aber wirklich Dorfumfahrung und so, die von der Bevölkerung seit Jahrzehnten erwartet werden. Wir sind von Fall zu Fall Automobilisten, wir sind aber auch Radfahrer oder wir sind auch Fußgänger. Und wenn man den Verkehr trennen kann, dass es weniger Durchmischung gibt, wenn es so weniger Stau gibt, heisst das auch, dass weniger Gefahr ist, dass es zu Unfällen kommt. Also hier sind wir praktisch geschlossen. CVP, BDP, FDP, auch die EVP. Und wir haben doch grosse Unterstützung gekriegt. Und das ist die grosse Überraschung dieser Kampagne von der SVP-Seite. 60 Franken in 18 Jahren Erhöhung, eine mittlere Tankfüllung, da würde ich jetzt einmal sagen, Hand aufs Herz. Das ist jetzt sicher kein Problem und kein Argument, dass man gegen so ein wichtiges Vorhaben ist, das so viele Vorteile bringt. Die BDP Schweiz wird im November 5, das wisst ihr ja sicher alle. Als erstes hat jetzt einfach die BDP Kanton Bern ihr fünfjähriges Jubiläum können feiern und hat das mit einem gemütlichen Brunch gemacht. Ich gratuliere der BDP vom Kanton Bern ganz herzlich zum fünfjährigen Jubiläum. Ich gratuliere auch und zwar allen, die mitgemacht haben. Und es sind viele, viele Leute, die sich engagiert haben, die gekämpft haben, die etwas Frust hatten, die aber auch viel Freude hatten und die vor allem viel Mut hatten, um sich durchzusetzen. Ich gratuliere zum Erfolg und ich freue mich darauf, in fünf Jahren noch viel mehr Erfolg mit euch allen zusammen zu feiern können. Danke vielmals für die grosse Unterstützung. Wir haben vor fünf Jahren BDP Bern gegründet in Münzingen. Und die ist noch lustig, die ist am 21. Juni gegründet worden, am Tag des Schlafes. Das muss man sich einmal überlegen. Vorweg gratuliere ich der BDP herzlich zu den fünf Jahren Existenz, die weit mehr sind als nur das Bestehen seit fünf Jahren. Das sind fünf Jahre Arbeit, das sind fünf Jahre auch Erfolge, das sind fünf Jahre Gradlinigkeit. Und nach fünf Jahren kann man, glaube ich, mit einem
grossen Stolz festhalten. Die BDP ist da, sie zeigt, dass sie da ist. Sie hilft, Kompromisse zu erarbeiten. Wir sind heute eine Partei, die stark ist im Kanton, die in vielen Gemeinden die Exekutive ist, die eine starke Deputation hat auf Bundesebene. Wir sind sehr viel weiter, als wir selber geglaubt hätten. Und ich bin überzeugt, dass es so weitergeht. Wir haben auch gerade in der letzten Session im Nationalrat gemerkt, dass es uns braucht. Wir erleben in jeder Session im Grossen Rat, dass die BDP eine Rolle spielt, auch in diesem Kanton Bern. Wir wollen bleiben, wir wollen konstruktiv weiter politisieren. Wir freuen uns auf das Jubiläum im 18. des 10-Jährigen. Man muss nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern es gibt auch Grautöne. Es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, sondern es gibt es sowohl als auch. Und dazu hat das BDP gebraucht. Und darum sage ich nach 5 Jahren Bilanz, je ne regrette rien, gut gibt es die BDP. Und jetzt haben wir eigentlich gefeiert, aber jetzt ab morgen geht es wieder in die Arbeit. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Jetzt wünsche ich euch allen einen ganz, ganz tollen Sommer. Wir sehen uns hoffentlich alle am 31. August der Delegiertenversammlung des Frauenfeld. Bis dann, habt's gut.